Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Quick Escape auf dem Gommel.net. Gommel.hd.net und wie ihr seht, spielen wir gerade Counter-Strike Go Global Offensive CSGO. Seht ihr allein an der Map, das ist das 2. So ist CSGO, das heißt, wir spielen auch CSGO. Ja, das heißt immer so. Wir haben eine Challenge jetzt bei unserem CSGO-Video und zwar müssen wir mit Schwert, also mit Messer spielen. Das ist unsere Challenge. Ja. Mal schauen, wie es wird. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Ja. Oh, da ist schon einer. Ich habe eine Chance gegen die Nägel. Na, da gehe ich mal lieber weg, weil ja, ich will nichts riskieren. Oh. Der hat schon Diamant-Tarnung, Alter. Ja, das ist Diamant, ey. Das ist ja so. Der auch schon, Alter. Die sind der ohne Diamant-Tarnung, Alter. Alter Schwede. Diamant-Tarnung. Ich. Nein, oder doch jetzt schon. Doch, Schette, ich verpiss dich mal. Tschüss. Ciao. Okay. Aber die haben schon Diamant-Tarnung, ey. Wir haben, die haben bestimmt auch schon ein Eisenmesser. Oh, oh, nur, shit, weg hier, weg hier. Wir haben nur ein Messer aus Stein. Ich staub ab, ich staub ab. Oh, schlau. Was? Zugepackt worden hat. Du hast einen Goldapfel. Soll ich ihn essen? Ja. Warum sollte ich? Ich gehe doch eh weg. Na dann. Durch Schuhe. Cool. Jawohl, halbe Rüstung, ja. Geil, aber Leder, aber Schuhe, Schuhe ist gut. Da hab ich auch noch hier. Ja. Dann, weil es mit den Schuhen, da werden deine Füße nicht dreckig, weil du ja in der Wüste gerade bist, ne? Sonst würden ja deine Schuhe dreckig werden. Deine Füße werden dreckig, deine Schuhe werden ja dreckig. Oh, da staub ich jetzt ab. Oh, jetzt mal. Hallo! Es geht. Oh, jawohl, abgestaubt. Ich würde die Sachen nehmen. Ja, mach ich auch. Alle, oh, oh, beste Rüstung. Da kommt! Oh. Das heißt beste Rüstung. Eisenschwert wäre ja keins da, das heißt. Warte, warte, ich geh wieder hier hin. Was noch? Eine Angel hast du noch? Pfeile hast du. Eine Angel. Ja, da. Also, das kann man jetzt wegmachen. Jawohl. Drei Spiele. Und er läuft bis jetzt eigentlich. Definitiv ja. Beginnt jetzt läuft. So, hoffentlich ist es nicht in der Wüste, weil kämpfen in der Wüste ist natürlich anstrengend, weil es so warm ist. Ja. Vielleicht wird es ja eine Eismap. Da friert man zwar ein bisschen, aber wenigstens schwitzt man da nicht. Ja, so, aber das Problem ist halt, da rutscht man halt aus. Ja, das ist das Problem, dass du ausrutschen kannst. Ja. Oh, jetzt beginnt's. Goldapfelsnacken. Ja, Eismap, das heißt. Und wir bin ich der Einzige noch mit dem. Ja. Aber das ist Lava, aber nicht, dass es Eis schmilzt und du einbrichst, aber ich glaube nicht. Der hat Eisenschwert, gell? Ich weiß es nicht. Ich habe das gesehen, der hat Eisenschwert. Boah, Alter. Was macht der? Der sprintet nicht mehr. Was macht der? Keine Ahnung. Nein, nein, nein! Das Game over. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Die Runde war zwar gut, oder ja, geht eigentlich, aber wir sehen uns in der nächsten Runde. Ja. Ciao, bis gleich. So, willkommen zur zweiten Runde. Diesmal spielen wir nicht CSGO, sondern MW2, wieder unsere Challenge, nur mit dem Messer. Das stimmt. Ja. MW2 spielen wir, das ist... Ja, und zwar wieder Pi-Wise. Das war schlau, das war schlau. Okay, wir spielen MW2. Du hast kein Messer dabei, scheiße. Du brauchst ein Messer, endlich. Oh, aber nur ein Holzmesser. Schade. Holzmesser, egal. Ja, egal. Passiere ich da jetzt welche? MW2, Highway ist die mit. Oh shit. Oha, oha. Der hat eine FAL, eine Angriffsschusswaffe. Oh yeah. Oh, der hat eine FAL, aber du hast ihn noch gekriegt, zum Glück. Weil das ist halt nur Boss heftig. Was war das für gutes Deutsch, ey? Das hast du ohne FAL. Aber nur mit 11 Schuss. Aber egal, 11 Schuss ist das auch nichts. Eine FAL mit 11. Da esse ich mal mein gegammeltes Fleisch. Ja. Oh nein. Volle Rüstung. Eisenhose her. Da unten. So, da ist er noch.
Er hat kein Skill. Oh, bin ich gut. Das ist auch nicht besser. Komm, komm, ich hol den mir. Ja, den hol ich mir. Oh, lag. Aber gleich krieg ich. Ja, das ist Steinschwert jetzt, glaube ich. Ich meine Steinmesser natürlich. Ein Steinmesser, schäm dich! Hast du ein Steinmesser? Nee, da hat er. Doch, aber. Hast du ein Steinmesser? Okay. Oh, okay. Du hast TNT weggeworfen. Weggeworfen. Und ein Eisenhelm noch. Aber das ist eh nichts, aber sieht cooler aus. Ja, sieht cool aus. Du hast ein TNT weggeworfen, Mensch. Ja, tut mir leid. Okay, MW2. Jetzt haben wir nur im Haus gecampt. Tut uns leid, dass wir gecampt haben. Aber jetzt gehen wir mal raus in den Gegner-Spawn rein. Oh, scheiße. Gehen in den Gegner-Spawn rein. Scheiße, Mann. Was? Ich bin nur noch der Einzige mit... der beste Rüstung. Bitte hatte kein Eisenschwert, ich hoffe es. Okay, ihr habt schon mal gleich geschlagen. Ja. Ist da irgendwas? Nee. Nein. Good luck. Also, seinen Namen finde ich ja schon mal schön. Ja. Tut uns leid, dass wir die ganze Zeit im Haus gecampt haben. Aber wir haben nicht gecampt. Ja, aber wir hatten ja kein fettes MG mit Zielsucher, also ist es nicht schlimm. Mein Bogen, ey, Mann. Oh, du hast 34 Schuss noch mit der FAL. Und jetzt wieder ein Vulkan. Man sich hier lecken würde. Ja. Scheiße, schwitzt du schon, weil es ist Lava da beim Vulkan. Ja, ich schwitze. Ja, da ist Campen so anstrengend. Na komm mal. Auch drauf. 25 Schuss hast du noch. Wir hätten einen Rotpunktvisier mitnehmen sollen, damit wir das besser treffen auch mit der FAL. Stimmt. Aber wir haben Rotpunktvisier vergessen. Ich glaube, der hat Rotpunktvisier drauf. Deshalb trifft er auch. Der hat ich habe keinen Bock mehr, Alter, beim Bogenkampf. Oh, Junge! So ein scheiß Bogenkampf! Er hat auf jeden Fall Rotpunktvisier drauf. Stimmt. Eisenschwert hat er. Oh, schade. Okay, Leute, die Runde war eigentlich auch ganz gut. Bloß, der hat ganz in den Bogen gekämpft, weil der nichts alles hat. Oh. Weil er nichts kann. Und tschüss, bis gleich. Noch eine letzte Runde dran und dann... Ciao. Bis zur letzten Runde. Bis gleich. Willkommen zur dritten Runde von Quick Survival Games. Wir haben zusammen auf unserem Kindergeburtstag mit den anderen Kindern eine Map aus Clay, also aus Lehm, gebaut, haben wir zusammen. Und auf dieser Map wollen wir jetzt Versteckfange spielen. Wir sind Fänger, müssen die anderen also finden. Und da wir ja auch selbst die Map gebaut haben mit den anderen Kindern, wissen wir natürlich, wo sie sich verstecken können. Alles und klar. Müssen sie eigentlich ganz easy finden und fangen. Alles klar. Ja, gut. Dann suchen wir mal den ersten. So, wo können sie sich verstecken? Genau da hinten verstecken sie sich. Das stimmt. Da hast du recht. Da müssen sie sich verstecken, weil sonst geht ja nicht. Sind die überhaupt alle? Wir finden keinen. Wir haben doch nur noch selbst gebaut. Sich nicht verstecken. Ja. Die verstecken sich. Das geht ja mal gar nicht. Sie aber gut. Schon Deathmatch beginnen. Das heißt, die letzten müssen wir jetzt suchen. Sag mal, wo sind denn die, gell? Ja. Ist doch nicht mehr normal. Aber die Rüstung ist ganz okay eigentlich, gell? Ja. Das war jetzt nicht die beste, also, aber auch nicht schlecht. Es ist schon Deathmatch und wir haben noch keinen einzigen Gegner gesehen. Ja, das ist nicht normal. Das sehe ich immer einen Gegner. Ich glaube, wir haben die Welt ein bisschen zu groß gebaut. Ja, ich weiß. Das war ein Fehler von uns. Lag da ein Steinchen oder? Nein. Ah, nein, nur Schuhe. Schade. Ich glaube, wir hätten die Map kleiner bauen sollen. Oh, das sind Sachen. Steinschwert, geil.
Schade. Ich hätte gedacht, wir finden die leichter. Aber jetzt im Deathmatch müssen ja alle rauskommen. Und da, ja. Ja. Gut. Okay, Deathmatch beginnt. Er kommt jetzt raus. Und ja, jetzt beginnt's. Da ist er. Hat er bessere Rüstung als ich. Nicht viel, Bigge. Bisschen, ich glaube, ein Rüstungsbalken mehr hat er, oder? Ja, ein Rüstungsbalken mehr. Auf jeden Fall ein gutes Bogen. Mach du es so schnell. Und Leute, tut mir leid, dass ich gesagt habe, Türe zu machen schnell. Und dass ihr es gehört habt, tut mir leid. Meine Mutter ist gekommen. Gerade. Und los. Oh. Jetzt mussten kriegen. Scheiße. Oh, egal, Leute. Die Runde war nicht so gut. Ja. Aber wir haben auch keinen Gegner gesehen. Die Runde war auch nicht so gut und nicht so spannend. Aber egal, Leute. Die Runde nehmen wir und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.